Sie mögen Dreck. Sie mögen Geländewagen. Sie mögen Matsch und sie mögen Schlamm. Sie mögen die Möglichkeiten, ihren Offroader mal richtig auszufahren. Die Rede ist von furchtlosen Geländefreaks. Sie treffen sich jedes Jahr im elsässischen Saverne, um Suzuki Allradler an die Grenzen des Machbaren zu bringen. Einer davon ist Dirk Kiefer. Sein Wagen ist ein Vitara der ersten Generation, beinahe 20 Jahre alt. Für das Gelände hat er sein Serienmodell extra umgebaut. Beginnen können wir gleich hier mit der Windenstoßstange. Normalerweise hat das Auto eine Plastikstoßstange, mit einer Elektroseilwinde, ein anderes Fahrwerk, geänderte Dämpfer, einen kleinen Bodylift-Kit, um die Karosse ein bisschen mehr vom Boden wegzubekommen. Unter anderem eine Hinterachssperre. Weiterer Schwachpunkt bei den Vitaras ist das Alu-Vorderachsgehäuse. Wird hier ersetzt durch einen Stahlguss mit verstärkten Gelenken. Warum ist das besser? Stabiler ist besser im Gelände. Dann geht's los. Leider gibt es in Deutschland nur wenige Gelände, in dem der Offroad-Fan seinen Wagen ausfahren kann. Das Typische an dem Gelände hier ist die schöne Kombination aus durchaus noch ursprünglicher Natur, obwohl ziemlich viele Geländewagen hier durchfahren, und aber auch vielen schönen Strecken, die man als Geländewagenfahrer dann wirklich mit viel Freude befahren kann. Das internationale Suzuki-Treffen ist beliebt. 350 Teilnehmer, 100 Autos aus den Benelux-Ländern, dazu Schweiz, Frankreich und Deutschland. Hier ist alles irgendwie schräg und die Autos sind protzig. Das kommt bei den Teilnehmern an. Super? Super. Super. Noch mehr wie super. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Dirk Kiefer ist schon 15 verschiedene SUVs und Geländewagen in seinem Leben gefahren und schließlich beim Vitara hängen geblieben. Immer wieder Suzuki. Nur noch sehr zuverlässig, sind ziemlich einzigartig, super im Gelände. Und der Vitara ist eine schöne Kombination. Der ist wirklich sehr brauchbar im Gelände und man kann ihn gut verwenden für längere Reisen, die ich immer gerne mache. Durchaus auch ein bisschen komfortabel, wenn es auch hier gerade einen Anschein macht. Aber wir haben ein sehr schönes, sehr weich ansprechendes Fahrwerk. Die Hinterachse ist die gleiche Aufhängung wie beim Land Rover Defender. Die zwei Längslenker, oberer Dreieckslenker. So kann die Hinterachse schön arbeiten. Und, die Verschränkung macht viel aus im Gelände. Und er ist auch sehr übersichtlich, gerade mit der Automatik sehr gezielt zu fahren. Dirk schaltet nun die Hinterachssperre dazu, da die nächste Verschränkungspassage tückisch ist. Sprich, beide Räder drehen mit der gleichen Drehzahl. Dann können wir eben in den Situationen, in denen ein Rad entlastet wird, haben wir trotzdem noch ausreichend Kraft, um voranzukommen. Und nach dieser Aufgabe geht's endlich in die Schlammlöcher. Wichtig ist natürlich immer beim Schlamm, dass man eine gewisse Raddrehzahl bekommt, damit sich die Profile wieder freischleudern können vom Schlamm, damit der auch mal wieder rausgeht. Sonst hat man keinen Vortrieb mehr. Und sinnvollerweise sollte man natürlich prüfen, was ist unterm Schlamm, aber wer macht das schon? Das sollte man dann durchlaufen, weil liegt dann mal ein Felsbrock drunter und man fährt da drüber. Geht durchaus recht viel mal kaputt. Nach der Durchfahrt rasselt der Vitara merkwürdig. Scheinbar hat er sich ein wenig verschluckt. Ja, da ein paar kleine Steinchen haben sich zwischen Bremsscheibe und Bremsankerblech verfangen. Und jetzt? Der wird irgendwann rausfallen, oder? Ich muss mal ran und rauspuffen. Okay. Und jetzt können wir gleich noch einen Kollegen bergen, der hängt nämlich da hinten am Hügel fest. 100 Meter weiter hängt Offroad-Kollege Jürgen auf einem Buckel und hat sich festgefahren. Ohne Hilfe kommt er nicht mehr weiter. Dirks Seilwinde ist nicht nötig. Es geht auch ganz klassisch mit einem Seil. Ich glaube, ich habe zu wenig Schwung gehabt. Okay. Also letztendlich muss man den Fehler, glaube ich, bei mir suchen. Okay. Nie bei Vitara. Und nun ruft der Berg. Feuer und hoch.
jetzt. So, jetzt geht's gleich bergunter. Mhm. Was müssen wir machen? Was ist mit der Untersetzung? Was müssen wir machen? Im Idealfall kurze Untersetzung reinmachen, Fuß auf der Bremse lassen. Ist hier in der Automatik natürlich eine andere Sache. Einfach nur Fuß auf der Bremse und gucken, dass die Räder nicht blockieren. Okay. Und Lenkrad festhalten. Ja. Und gucken, wo man rauskommt. Dirk kommt auch ohne Bergabfahrhilfe aus. Offroad-Fahren ist und bleibt für den Karlsruher eine große Passion. Das ist so der kindliche Spieltrieb, Spielen im Schlamm und Dreck, die Freude an der Technik des Autos, das selber Entwickeln von Fahrwerken und einzelnen Komponenten, zu schauen, was kann funktionieren, was nicht. Ja, und einfach nur die Freude, draußen zu sein. Das ist der Vitara von Dirks Freund Chris. Ein Monster-Geländewagen mit viel Offroad-Tuning, aber ohne jeglichen SUV-Komfort. Zum einen haben wir die Einzelradaufhängung am Vorderwagen entfernt. Genauso die Schraubenfedern. Dann haben sie ersetzt durch parallel zum Rahmen verlaufende Blattfedern. Die Federschäkel, also der bewegliche Teil der Feder, wurde am hinteren Teil der Achse angebracht. Und die Achse an sich stammt aus einem Suzuki Samurai. Um die Breite dementsprechend anzupassen, da die Spurweiten vom Vitara zum Samurai sich unterscheiden, haben wir vorne noch Spurverbreiterungen montiert, dass dementsprechend auch die Einlenkbewegung durch die größeren Räder dementsprechend ermöglicht wird. Die Rockwall. Ein künstlich geschaffener Hindernisparcours für die ganz harten Offroader. Hier kommen nur die am besten ausgestatteten Fahrzeuge hoch. Zunächst mal die große Bodenfreiheit, da man geröllartige oder in dem Fall Betonrohre, also massive, stabile Hindernisse überfahren muss, die einfach nicht wie im sonstigen Gelände einfach mal nachgeben, wie auf weichem Schlammboden oder Sand oder ähnlichem. Daher braucht man eben diese große Bodenfreiheit. Und um diese großen, massiven Hindernisse anfahren zu können, eine dementsprechende große Reifengröße, dass man nicht in den einzelnen Löchern drin versinkt und das Rad eine große Auflagefläche bildet, um dementsprechend die Kraft auch auf den Boden zu bringen. Hier darf Chris auf keinen Fall viel Gas geben, sondern muss sich wohl dosiert und mit Gefühl von Hindernis zu Hindernis bewegen. Die Bodenfreiheit von knapp 50 cm macht sich positiv bemerkbar. Der Original 1,6 Liter Motor liefert 80 PS und nur 130 Newtonmeter Drehmoment. Die Übersetzung ist wegen des Crawler-Getriebes deutlich kürzer. Aber diese Veränderungen erleichtern das Vorankommen des Vitara merklich. Die 4.000 Euro Investition in das Fahrzeug haben sich gelohnt. Auch diese Hürde meistert der Vitara und die Offroad-Fans haben danach ihre Rockwall-Action-Party. Die Freude am Geländefahren und die Freude der Fans am Vitara kommt gerade bei diesem Event klar zum Ausdruck. Was macht den Vitara aus? Auf jeden Fall Schraubenfederfahrwerk, was ja sich zunächst mal grundsätzlich zu den Vorgängermodellen LJ, SJ, Samurai und so weiter unterschieden hat. Dann, dass das Fahrzeug mit Automatik gibt und mit Servolenkung, was ja auch damals ein Schritt in die richtige Richtung war. Insofern hat man schon gerade durch die Servolenkung als Beispiel und dieses angenehm arbeitende Fahrwerk eine gute Basis für einen guten, tauglichen Offroader. Den wahren Geländefan kann nichts schrecken. Auch nicht ein Bad im Schlamm. Nur die Wiederherstellungs- und Reinigungskosten dürften in diesem Fall enorm hoch sein.